Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Wir erwarten uns einiges von der heutigen Partie und gleich geht's dann auch los. Hallo. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Und mit ihm haben sie sich einen unglaublich flexiblen Spieler dazugeholt, Gonzalo Castro. Und der feiert hier heute also sein Debüt. Im Tor heute Debütantenball, Buschi. Vielleicht die neue Nummer 1. Den Status wird er sich erarbeiten müssen und fängt am besten heute damit an. Und so tritt der BVB heute also an. Zwei auf Außen. Bedeutet bei Ihnen heute, Sie spielen im 4-3-3. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Borussia Dortmund gehört jetzt schon einige Jahre zur absoluten Weltspitze. Eigentlich erstaunlich, denn vor 10 Jahren hätte damit niemand gerechnet. Ja, Rolf, wir erinnern uns, 2004, 2005 hatte der BVB enorme finanzielle Probleme. Aber es gab eine konsequente Umstrukturierung. Und mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp im Jahr 2008 ging es dann steil nach oben. Mittlerweile ist auch diese Ära beendet. Aber sind wir ehrlich, der BVB dürfte gut aufgestellt sein für die Zukunft. Jetzt Piszczek. Castro am Ball. Flanke kommt, wird das eine Chance? Er zieht ab. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Der Ball kommt. Die Flanke hat er. Einwurf für den BVB. Schmelzer. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Xhaka. Stindl. Super Flanke, ein Kopfball. Den Ball bekommt er nicht richtig platziert. Ja, den trifft er nicht richtig voll und das ist dann kein gefährlicher Kopfball. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Gonzalo Castro jetzt. Das Tor wird nicht gegeben. Und das zu Recht. Es war Abseits. Da haben wir die Situation noch einmal. Er steht klar im Abseits, ohne jeden Zweifel. Gut vom Assistenten. Not fight. Castro am Ball. Und damit ist der Ball weg. Gonzalo Castro. Und jetzt ein Schuss. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Gündoğan!
Xhaka. Der Assistent entscheidet richtig, das sehen wir auch in der Wiederholung. Super durchgesetzt. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen, und er hat ihn. Xhaka. Bender. Starke Flanke. Da fängt er die Flanke ab. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Xhaka. Stindl. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Er lässt den Gegner stehen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und nun ein Schuss. Wie macht er den denn rein? Eigentlich haben wir eine ausgeglichene Partie erwartet. So ehrlich können wir sein, aber sie nehmen den Gegner da ziemlich unter Beschuss. Kann man wohl sagen, Wolf, sie machen hier einiges richtig und versuchen es immer wieder, diesmal mit Erfolg. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gonzalo Castro jetzt. Gibt es jetzt die Gelegenheit? Janschke. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt Mkhitaryan. Da kommt der Schuss. Oh, da trifft er die Latte. Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Arjen Robben ist zu Paris Saint-Germain gewechselt und verlässt Bayern München. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Nun Subotic. Jetzt Sven Bender. Gündogan jetzt am Ball. Schussversuch. Der wäre Ilkay Gündogan. Und der Torhüter ganz sicher. Super Flanke. Erstmal keine Gefahr. Jetzt Marco Reus am Ball. Der Ball kommt. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Und Piszczek. Stindl. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Stindl. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht.
Schmelzer. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Nun Aubameyang. Sie spielen die einfachen Bälle. Jetzt schießt er. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Castro am Ball. Das könnte die Gelegenheit geben. Und jetzt ein Schuss. Und er ist drin. Da kam der Keeper nicht mehr richtig an den Ball. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Minuten sind rum, es steht 2-0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Und jetzt der Schuss. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein 3. Tor im heutigen Spiel. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein 3. Treffer. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Jetzt Mkhitaryan. Da wird er unter Druck gesetzt. Gonzalo Castro jetzt. Wendt. Jetzt Gündoğan. Jetzt Sokratis. Schmelzer. Und Piszczek. Mkhitaryan. Bender. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Super Flanke. Flanke kommt, wird das eine Chance? Er schießt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Jetzt bringen sie Nuri Sahin.
Xhaka. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Das war gar nichts. Da verlängert er den Ball. Geht er rein? Da passt er klasse auf. Tolle Flanke. Er zieht ab. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Wir sehen hier das nächste Spiel der Gladbacher eingeblendet. Buschi. Es geht für Sie gegen Mainz 05 im nächsten Bundesligaspiel. Das klingt absolut machbar. Und Aubameyang. Nun Stranzl. Fabian Johnson. Wendt. Flanke dich genau genug. Keiner ist da. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm. Kagawa kommt jetzt rein. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichener zugeht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. Mkhitaryan. Gefährliche Flanke. Mit Abstoß geht's weiter. Auf der Bank ist Bewegung. Es wird einen Wechsel geben. Da geht er vorbei. Der Verteidiger stört ihn. Foul gepfiffen, Freistoß für die Borussia. Sven Bender jetzt. Jetzt Piszczek. Da kommt der Schuss. Das war gut gemacht. Der wäre fast drin gewesen. Und per Kopf weitergespielt. Und er schießt. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Hermann.
Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Adrian Ramos. Einwurf für den BVB. Da kommt der schnelle Einwurf. Und noch ein weiterer Einwurf. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Schmelzer. So bekommen sie keinen Fuß mehr in die Tür. Sie müssen im Abschluss besser werden. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Da hat nicht viel gefehlt bei diesem Schussversuch. Schade. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Wir können es hier alle hören. Die Fans sind begeistert. Das Spiel neigt sich dem Ende zu und auf den Rängen geht es schon richtig ab. Ja, und das aus gutem Grund. Souveräne Performance bis hierhin. Hier zweifelt keiner mehr am Sieg. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Jetzt Schein. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Ja, die scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft heute auch unterirdisch. Schmelzer. Jetzt Schein. Schussversuch. Der Abschluss geht weit vorbei. Also so holen sie heute nicht mehr auf. Macht er ihn! Und der Torhüter ist zur Stelle. Jetzt Mkhitaryan. Er schießt! Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Adrian Ramos. Und jetzt hat der Unparteiische die Partie abgepfiffen. Gelungener Start in die Saison. Die ersten drei Punkte sind im Sack. Und das gibt natürlich erstmal Ruhe, Wolf. Jetzt wissen Sie, wo Sie stehen. Da ist nach langer Vorbereitung ja auch immer so ein wenig Unsicherheit im Spiel. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Er hat heute mit den drei Treffern wieder seine überragende Form der letzten Zeit unterstrichen. Den haben Sie nie in den Griff bekommen.